Ja, ist klar. Sonst kann ich so hart aufkommen, wie ich möchte. Aber jetzt sagt er mir, nee, du fängst mal von vorne an. Du quälst dich doch schon so lange hier. Kannst du ruhig nochmal von neuem anfangen. Ist doch kein Problem. Ist ja nicht so, als würde dich das stören hier mit dem Level. Ach, Mann, wenn das Spiel nicht so gut wäre, ne? Und es mir so viel Spaß machen würde. Dann würde ich das auch schon längst zur Seite legen. So. Ah, das retten wir noch. Nein! Das retten wir nicht, weil ich zu blöde bin und wieder einen Fehler gemacht habe. Ah, ich kriege hier die Krise, ne? Aber so richtig. So. Sprung. Klasse. Und wieder von neun. Oh Gott, ey, ich krieg's kotzen, ne? Mann, Mann, Mann. Sprung. Oh. Na, das retten wir. So. Okay. Jetzt habe ich im Moment auch ein ganz gutes Gefühl für die Skier. So, hier machen wir auch wieder einen Sprung. So, und weiter geht's. Nein, ich möchte keinen Sprung. Oh, nein, 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 nein. Ergebnisse, bitte. Nein. Langsam nervt's mich, ne? Also, nochmal ein Versuch hier. So, Sprung. Ich fange von vorne an, ne? Es ist doch zum Kotzen. Dass hier auch nicht vernünftig läuft. So, Sprung. Mann. Ist zum Mäusemelken, echt. Aber auf jeden Fall ist das ein guter, ja, ein gutes Spiel. Sonst spiele ich ja im Moment nur Prison Architect als Let's Play. Und das hat mir gestern dann doch schon ein bisschen aus dem Halse rausgehängt. Und ich brauchte was anderes, was ich mal zwischendurch Let's Playen kann. Wie zum Beispiel, ja, hier dieses Trials Evolution. Da liegt der Fokus einfach auf was anderem. Da passiert auch was, da kann man sich ein bisschen aufregen. Ja. Das Komische ist, je mehr ich erzähle, desto besser fahre ich auch komischerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. So. Nein. Ja, versuchen wir uns mal die Ergebnisse anzuzeigen zu lassen. Obwohl wir, denke ich mal, nicht besser geworden sind, ne? Steht auch leider nicht dabei, wie viele Punkte wir brauchen, um Gold zu erreichen, ne? Das wäre schon ganz gut, wenn man das vorher wüsste. Dann könnte ich sagen, okay, jetzt haben wir es erreicht, jetzt höre ich hier an der Stelle auf, damit wir uns da nicht so lange quälen hier. Nein, 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 nein. Oh, ich hab's schon wieder verkackt, ne? Mann, Mann, Mann. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze hier mal was wird. Ja. Das war riskant, aber wir haben es hingekriegt, ne? Jetzt habe ich hier fast den Seid ihr vergessen, aber. Oh, oh, oh. Oh, was mache ich denn hier? Naja, wie ich fange nochmal von vorne an hier. Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon zum 50. Mal neu anfange hier. Nee, es ist doch zum Kotzen, ne? Echt. Das hört er jetzt bestimmt schon zum 15. Mal, dass das Ganze hier zum Kotzen ist.
Aber es ist einfach so. Ich schaffe es einfach nicht. Sprünge sind irgendwie viel zu hoch für mich. Ich habe die Skier einfach nicht unter Kontrolle, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich kriegen soll. Ich habe doch schon 520 gehabt. Muss ich 600 haben oder was? Mann. So. Uah. Ach, Mann. Wieder nicht drauf geachtet, was ich hier mache. Ihr merkt es gerade, ich bin ein bisschen stiller, weil ich mich jetzt echt mal konzentriere und hoffe, dass ich das hier mal mal hinkriege. Mann, Mann, Mann. Na komm, fahr da rüber. So, okay, klasse. Ja. Hier mache ich auch gleich mal einen Sprung. Nein. Ah, ich krieg's Kotzen nicht. Mann, das war schon so gut, was ich hier gemacht habe. Okay, wie vorhin, zwei Saltos sind da einfach nicht möglich. Aber vielleicht ist am Anfang einer möglich. Muss ich hier mal austesten. Muss ja vielleicht am Anfang schon einen dran setzen. Ja, man kann einen machen. Ja, das ist der zweite. Der dritte. Auf jeden Fall sollten wir jetzt hier am Anfang wirklich einen machen, ne? Dann haben wir nämlich schon mal ein paar extra Punkte. Na, so natürlich nicht. Man braucht schon ein bisschen Speed braucht man schon. Wie habe ich das denn eben gerade geschafft? So. Da kommt noch. Na, wenn ich einmal denke, ich bin gerade ganz gut hier dabei, mache ich gleich wieder irgendeinen blöden Fehler. Dass ich das Ganze wieder verkacke hier. Neu starten, ja, du kannst so viel rumheulen, wie du willst. Du machst das jetzt so lange, bis du hier jetzt mal für mich die Goldmedaille erspielt hast. So. Hier rüber. So. Okay. So, das waren 5 Sprünge. Also Sprünge nicht, aber Salti. So, jetzt sind wir über 520 Punkte. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren hier. Na komm. Mach das vernünftig. Nein, aber 719 Punkte. Ich hoffe, es ist die Goldmedaille drin. Nein, wie viele Punkte brauche ich denn da? Hallo, ich hatte 710 Punkte. Oder 715. Alter, ich war so weit. Nochmal von vorne. Brauche ich da 1000 oder was? Da brauche ich eine Mindestanzahl an Sprüngen? Ich weiß es nicht. Oder muss ich bis ins Ziel kommen? Nee, das kann es eigentlich nicht sein. So will da unten ja nicht stehen, Ziel. Ja. Ach. Ja, ich habe da nochmal neu angefangen. War mir das schon am Anfang. Das nervt, aber tierisch, ne? So richtig nervt das. So. Da habe ich mich auch gerade echt gerettet, ne?
So. Da springe ich. Nein. Ich muss das irgendwie schaffen, ne? Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich muss das irgendwie schaffen. Ansonsten muss ich mir doch echt mal ein Video angucken von einem, der das hier schafft. Der das vielleicht schon Let's Played hat. Um mir da irgendwas abzugucken, was ich besser machen kann. Wo man sich da eigentlich so viel nicht abgucken kann. Ne? Es ist halt einfach nur das Gleichgewicht halten von dem Skifahrer. Beziehungsweise dem Motorradfahrer in den anderen Leveln. So. Da kann man vielleicht auch mehrere machen, ne? Nein, nein. Ach, ich krieg's. Ey. Mann. Nein. Oh, Glück gehabt. Gerade nochmal rechtzeitig reagiert hier. So. Hier noch einen dran setzen. Das juckt meine Nase, ne? Aber ich kann mich jetzt nicht kratzen. Ich muss mich hier drauf konzentrieren, das hinzukriegen. Nein. Oh. Nein. Es war so gut. 9 Seiti. Habe ich mich immer noch nicht gekratzt, ne, weil ich so nervös bin, dass ich das hier mal hinkriege. Und so drauf konzentriert. Ah, noch ein Sprung. Nein, nein. Oh, Glück gehabt. Da ein Sprung. Ja, man wird immer sicherer hier. Man weiß schon in etwa, was man machen muss hier. Nein. Ach, Mann. Oh, ein Versuch mache ich jetzt noch. Oder zwei. Und dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Vielleicht klappt es dann in der nächsten Aufnahme einfach besser. So, hier runter. Und da muss ich auch erstmal gucken, wie viel Speicherplatz ich denn hier für so eine Stunde Aufnahme brauche. Nicht, dass mir dann irgendwo mittendrin der Speicherplatz einfach mal ausgeht, wo ich eigentlich 900 GB frei habe dafür. Da. Na. So, noch mal ein Versuch. Na, ich mache noch zwei Versuche und dann reicht es aber auch. Ah, ich habe 900, sage ich schon, 800 GB frei. Eigentlich sollte ich da nicht das Problem haben, da irgendwie eine Stunde aufzunehmen. Aber ich habe es halt noch nicht getestet, ne? Wenn ich Pech habe, dann habe ich einfach mal irgendwas nicht aufgenommen. Ja, der Versuch zählte nicht. Ich mache jetzt trotzdem nochmal zwei Versuche, ne? Der war einfach, ja. Es war einfach ein bisschen blöde, was ich da gemacht habe. Es hätte mir eigentlich auch selber einfallen müssen, dass die Distanz da einfach zu niedrig ist und die Höhe. Sprung, also seid ihr. So. Okay. Nein. So, Leute, ein Versuch noch und dann lassen wir es erstmal. So. Jetzt will ich mich dann doch mal echt mal. Naja. Okay, Leute, wir lassen es jetzt erstmal. Ich nehme noch das Geld mit und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme hier einfach mal. Weil. Das lohnt sich einfach nicht. So, dann würde ich sagen, bis bald. Wir sehen uns. Ciao.